Das mag für Sie jetzt seltsam klingen, aber wir wissen nicht, wie viele Krebsberatungsstellen es in Deutschland gibt. Was wir nur wissen, ist, dass die Landeskrebsgesellschaften insgesamt 128 Krebsberatungsstellen haben und in diesen werden im Jahr 61.000 Beratungen durchgeführt. Wir wissen auch, dass es weitere Institutionen gibt, die Krebsberatung anbieten, nur die Gesamtzahl ist nicht bekannt. Die Beratungssituation in Deutschland lässt sich in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, wir wissen, es gibt einen Bedarf. Wir wissen nicht, ob wir mit unseren Angeboten und mit den Krebsberatungsstellen, die es im Moment gibt, diesen Bedarf erfüllen. Zweitens, es gibt Krebsberatungsstellen, nur wir wissen nicht, wie viele. Und wie definieren Sie, was gute Beratung ist? Das ist nicht flächendeckend formuliert. Drittens, Krebsberatungsstellen finanzieren sich weitgehend aus Spenden. Und wenn diese ausbleiben, muss die Beratungsstelle schließen und das ist fatal für Krebspatienten. Ich wünsche mir eine finanzielle Unterstützung der Krebsberatungsstellen, eine Regelfinanzierung, die politisch gewollt und gesetzlich verankert ist. Und was noch wichtiger ist, die Qualität muss stimmen. Ich wünsche mir, dass geklärt und formuliert wird, wer als Beraterin oder Berater krebsbetroffene Menschen in ihrer existenziellen Not Rat und Hilfe anbieten kann. Ich wünsche mir, dass der nationale Krebsplan jetzt umgesetzt wird und dass alle Menschen, die es brauchen, psychosoziale Unterstützung erfahren und das flächendeckend, finanziell gesichert und wohnortnah. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingen wird, nur mir geht es im Moment zu langsam. Diese Zeit haben wir jetzt nicht mehr, weil erste Krebsberatungsstellen stehen vor dem finanziellen Aus und benötigen die Unterstützung jetzt dringend. Musik